Hey Leute, willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Ich muss euch mal was sagen, ich habe nach dem letzten Part den zweiten Part aufnehmen wollen und auch ein Autorennen gestartet und dann ist das Spiel abgeschmiert. Das ist mir auch passiert, als ich die ganzen Sehenswürdigkeiten gesucht habe und die mit der Kamera fotografiert habe. Und ich gucke mal jetzt, woran das lag. Also, besser gesagt, ich gucke, ob es jetzt läuft. So. Und mache auch direkt nochmal ein Autorennen. Ich weiß jetzt nicht, welches das war. Wir gucken einfach nach. Wo bin ich? Hier oben. Okay. Die Autorennen waren grün. Oder besser gesagt, diese Taxifahrten. Beste Ergebnis nicht vorhanden. Sag bloß, der hat das nicht gespeichert. Oder war das dieses Drohnenrennen? Okay, ja, das war das mit Bronze. Hier ist ein Motocross-Rennen. Das machen wir jetzt. Das andere ist weg, diese Taxifahrt durch den Spielabsturz. Also das ist ganz kurios, dann sehe ich bloß noch diese Cloud-Synchronisierung von Uplay und das war's dann. Aber wir schauen einfach mal nach, vielleicht ist das ja nur ein einmaliger Fehler gewesen. Oakland Open, Rennen starten. Auto auf Abruf, verhält dann das da wirklich? Egal. Boah, früher hatte ich mal so ein Cross-Spiel, also mit Motorrädern. Weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Hat aber schon Laune gemacht. Das ist aber echt Jahre her. Also die Grafik ist bestimmt so um die 2000. In der Drehe war das bestimmt. War auch auf... Oh, ui! War auch auf einer Konsole. Höchstwahrscheinlich die PlayStation. Weil eine Xbox hatten... Wie generell erst viel früher. Ich habe ja noch die von meinem Bruder. Und er hat sich dann eine neue gekauft. Weil ich bin so hängen geblieben eine Zeit lang auf der Xbox. Und er wollte sie immer mitnehmen. Und danach, ach komm, egal. Das geht ja auch nicht so auf die Schnelle. Er ist ja in München. Hat er sich dann einfach eine neue geholt. Ist ja auch nicht mehr die Welt. Ist ja keine One gewesen, sondern eine 360. Eine 360. Oh, bis auf dieser eine Kurvenfehler läuft's doch. Ich muss sagen, ich vergleiche es schon wieder, aber ich sag's trotzdem. Bei Wildlands komme ich echt gut klar zu fahren. Boah, wie die Karre sich hier plötzlich gedreht hat. Das ist doch kacke hier. Da komme ich gut klar zu fahren und nebenbei unten auf die Route zu achten, wo ich dann wie abbiegen muss. Hier komme ich überhaupt nicht klar damit. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass dieses Spiel generell schneller ist. Wobei dieses Quad jetzt ja auch nicht so krass viel Speed drauf hat. Oh, ich glaube, das mache ich aber nochmal, oder? Es ist ja auch meistens so, wenn man eine Strecke kennt, ist es besser. Also, das ist definitiv so. Aber ich glaube, das Härteste, was ich nie geschafft hatte, das war bei... Oh, der hüpft so komisch. In den Kurven. Wie jetzt da drüber? Wow. Alter. Ja, das Schwerste war, glaube ich, ich hätte auch drüber springen können. Das war bei welchem GTA-Teil? Na, wie hieß das hier? San Andreas. Da gab es ein Motorradrennen, das hat ein Arbeitskollege dann geschafft. Der hat das auch, keine Ahnung, x-mal probiert und hat es dann geschafft. Ich dachte, boah, zum Glück hast du es geschafft. Ich hing da schon so ein paar Stunden dran. War schon witzig. Da habe ich aber dann auch alle Rennen geschafft. Also ersten Platz oder Time Limit, was es da alles gab. Wo geht's jetzt hier rein? Ey, das ist doch scheiße, wenn es dunkel ist. Das war aber Glück, ey. Ich hätte auch sonst wohl jetzt dran donnern können. Aber die Kreise sind nicht mehr so dunkel, ne? Oh. Boah, der war aber krass. Hätte auch schief gehen können. Und jetzt? Boah, ich hasse es. Das hasse ich so sehr. Wieso haben sie dieses Scheißding nicht vorher angezeigt, dass ich gleich weiß, wo ich hinlenken muss? Ich dachte echt, es geht unten lang. Ah, das war ja mal mega fail. Ich habe auch mal den Ton wieder ein bisschen lauter gestellt. Ich habe den nämlich, als ich offscreen... Wo jetzt? Das ist dieselbe. Ich wollte eigentlich jetzt rechts hochfahren. Ich habe den Ton runtergestellt, als ich hier offscreen die Sehenswürdigkeiten eingefangen habe. Das gibt nicht... Doch, das gibt sogar noch Silber? Ey, komm, das machen wir nochmal neu. Da muss ich mich nur ein bisschen konzentrieren. Vielleicht nicht ganz so viel sabbeln dabei. Aber ich bin da multitaskingfähig. Oh.
Ich glaube, ich muss die Sprungchancen definitiv mitnehmen und darf nicht versuchen, die Kurven zu fahren, aber die musst du erstmal erkennen. Die habe ich echt spät erst benutzt. Oder es kam vorher keine, wie hier, da drüber zum Beispiel. Nee, wäre jetzt schief gegangen. Oh, schon wieder diese Stelle. Boah, regt mich auf. Kann man nicht von neu starten irgendwie? Mission neu starten? Ja, mach mal, komm, wegen der ersten oder dritten Kurve, die da jetzt kam. Also ich muss ja schon sagen, ich finde dieses Overlay von dem Spiel ziemlich cool. Also auch das Menü, das sieht ja halt so aus, als ob du wirklich gerade an einem PC sitzt und mit dieser Taskbar und allem. Und ich glaube, dass das auch so be beabsichtigt ist, damit man so ein bisschen dieses Hacker-Feeling dazu bekommt. So, Vorsicht jetzt, diese krasse Kurve. Jawohl, jetzt habe ich die gemeistert. Ah, es gibt ja auch so Hackerspiele, ne? Hacknet fällt mir da ein. Ich habe da noch eins auf Steam. Das war mal irgendwo in so einem Paket mit drin. Die Kamera müsste so bleiben eigentlich. Und nicht so nach unten gehen dabei. Damit man schön sieht, wie der Straßenverlauf geht. Wo war es jetzt? Okay, geradeaus. Boah, warte mal, hier habe ich doch auch einen Fehler gemacht, glaube ich, oder? Ich hatte mich zweimal krass verbremst. Wow! Oh, cool, das muss aber jetzt extra Punkte geben. Alter. Da hatte ich mich auf jeden Fall aber auch verbremst. So, Straße ist immer gut. Da ist ein bisschen Platz. Da kann man sich auch mal die Zeit nehmen, zu gucken, wo es lang geht. Und habe ich trotzdem nicht gemacht, weil ich jetzt auf die zwei Autos geguckt habe, dass ich da irgendwie heil vorbeikomme. Ich bin noch im Goldbereich, glaube ich. Zeigt da oben links an. So wird das nichts. Mann! Das Scheißding lässt sich so kacke lenken, wenn du einmal ins Schleudern kommst. Noch bin ich im Goldbereich. So, hier einfach drüber. Boah. Da hätte ich auch wieder drüber. Guck mal, da lenkt er nicht zurück. Da kommen sie gar nicht mehr raus ins Sch aus dem Sch. Jetzt hör doch mal auf, du. Oh, fuck you, Goethe. Ja, das war's, oder? Wie, ist immer noch gut? Ich glaube, das nächste Mal, wenn das passiert. Boah. Dann gehe ich einfach vom Gas runter, versuche gar nichts zu machen. So, jetzt kommt wieder die Stelle, wo es dunkel wird. Oh. Jetzt noch nicht. Jetzt. Geh mal aus dem Weg, ist besser für dich. So, einfach nur mittig bleiben hier. Oh, eben nicht. Ich sehe nichts. Oh, das war aber knapp. Jetzt habe ich hoffentlich ein bisschen was gut gemacht. Siehst du auch nicht, ob hinter diesen Grasbüscheln dann so plötzlich mal was kommt? Nein! Das hat auch vorhin geklappt, in der ersten Runde. Aber noch bin ich im Goldbereich. So, jetzt muss ich hier hoch. Bei dem anderen muss ich dann runter, wo ich mich vorhin verbremst habe. Oh, komm, jetzt schleuder dich doch nicht so, du blödes Teil. Häng dich doch nicht da dran. Oh, verdammt, ey. Du müsstest einfach mal selber zocken. Da ist die Physik echt ein bisschen kacke, muss ich sagen. Jetzt bin ich nur noch im Silberbereich. Dieser Verlenker gerade. Kann ich es vielleicht noch irgendwie rausholen? Ich glaube nicht, ne? Oh, das war so knapp. Egal, verlassen wir jetzt an der Stelle. Ich werde nicht die ganze Zeit nur das Rennen machen. Ich mache es vielleicht einfach offscreen auch. Also auf Gold. So, mal gucken, ob wir hier noch was haben. Drohnenrennen. Noch nicht vorhanden. Komm, dann machen wir das. Machen wir noch das Drohnenrennen. Wie der tanzt, ne? So, wo? Ach hier, ich stehe immer direkt da. Da brauche ich gar nicht mehr laufen eigentlich. Das ist gut zu wissen. Sonst renne ich dann immer rum. Wo ist es? Wo ist der Typ, mit dem ich quatschen muss? Muss ich ja gar nicht. So, Drohnenrennen ist eigentlich recht simpel. Du darfst nur keinen verpassen. Wenn du einen verpasst, ist es schon durch. Boah. Ey, jetzt muss ich erstmal klarkommen. Gut. Da war jetzt ein bisschen blöd der Start.
Ich habe das Gefühl, ich fliege hier nicht so gerade perfekt. So schon gar nicht. Er zieht immer so ein bisschen nach. Oh, hätte ich fast mitgenommen, den Typen. Aua! Nein, hoch! Ich glaube, ins Wasser sollte ich nicht. Dann geht die kaputt. Kann schon sein, ne? Im Prinzip brauche ich nur mit dem Zielteil immer in die Mitte und dann neu ausrichten. Oh. Ich kann mir schon vorstellen, dass hier im Wasser die Drohne kaputt geht, wenn die da eintaucht. Das macht doch die Elektronik nicht mit. Oh! Das war ein bisschen fies. Also, so knapp. Warte mal, was ist... Ich habe die Zeit 1:15, oder wie? Ich weiß nicht, wie das gemessen wird. Ich glaube, wenn ich unter dem ersten Balken bin, bin ich bei Gold. Das ist nur verwirrend, dass da oben drüber Bronze steht, ne? Wollen wir das nochmal machen hier? Komm, das ging ja schnell. Ich bin nur an der Brücke hängen geblieben. Dann hätten wir das eigentlich gepackt. Das hat schon viel Zeit gekostet. Und beim Wasser muss man aufpassen. Und der Start war natürlich blöd, weil ich erstmal voll nach oben geschossen bin. Haben wir jetzt schon viel besser hinbekommen. Ui. Einfach nur keinen verpassen. Das ist die Devise. Wo kam denn die Brücke? Da war die Brücke. Oh, okay. Nein! Naja, vielleicht hat es noch gereicht. Und, okay. Das war blöd. Ah, das ist aber auch komisch zu steuern. Die fliegt halt so seitwärts. Also das kann man schwer beschreiben. Boah, nee. Der Start war doof. Das habe ich oben und unten verwechselt. Also man muss die Kurven praktisch mit beiden Sticks lenken, so ein bisschen. Einmal da, wo er hinguckt und dann, wie er die Kurve nimmt. Also wenn ich jetzt eine Rechtskurve mache, mit dem rechten Stick, muss ich mit links nach draußen steuern, damit er die nicht zu eng nimmt. Mit links nach entgegengesetzte Richtung steuern. So rum. Nein, nicht wieder die Kante. Boah, der war knapp. Ich fliege gerade nicht sehr optimal. Ich habe das Gefühl. Ich fange mich gerade wieder, aber jetzt kommt gleich nochmal der Wasserbereich. Hier unten ist sehr knapp. Hui. War es das mit Wasser? Ich hoffe. Nee, natürlich nicht. Da kamen zwei Wasserbereiche. Bitte, bitte, bitte! Und? Das ist auch Silber? Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich muss unter 1,4, um Gold zu bekommen. Wie soll ich das schaffen, Alter? Wie soll ich denn das schaffen? Der blöde Affe. Hey, wie schafft man das? Ich hab doch schon die Geschwindigkeit und so weiter aufgerüstet. Oh, was gibt's bei ihr? Leitet eine Wandergruppe. Ach so, die muss ich ansprechen, oder? Ja, wer ballert denn hier rum, ey? Okay. Über die Runden kommen. Machen wir so eine Taxifahrt hier, komm. Hehehehe. Ah, das ist das, was ich beim letztes Mal machen wollte und dann ist abgeschmiert, das Spiel. Ja, komm, starten. Moment. Autoabrufe holen meinen Danger Zone Car. War das hier drin? Jawohl.
Oh, gedrückt halten immer, ne? Das haben die bei den neuen Spielen so an sich. Man muss immer gedrückt halten. Was echt Quatsch ist. Also bei manchen Sachen kann ich es verstehen, aber das... Bei allen ist das fast jetzt schon so. Eigentlich völliger Quatsch. Ich meine, wenn ich das bestelle, dann will ich es bestellen. Dann drücke ich A, fertig. Wenn ich mich dann verklickt habe, okay, dann muss ich halt die Cooldown-Zeit abwarten. Das ist ja dann mein Fehler. Egal. Wahrscheinlich ist das jetzt so in bei Spielen. Ich meine, was dafür wegfällt, ist dann, bist du sicher, ne? Diese Bestätigung, diese typische. Das hast du ja immer angeklickt. Willst du das wirklich tun? Ja, nein. Sehen Sie auf Ihrem Computer, wo ich hin will? Oh, schon wieder die Frage. Hatten wir beim letzten Mal schon. Da hast du eine App, wo du Leute abholst. Dann kriegst du Kohle dafür. Das würde ich auch mal so eine Woche machen. Ich fahre nämlich ja sehr... Oh, das... Boah, huch, huch, huch. Hier, wenn du einmal ins Schleudern kommst. Ich fahre ja sehr gerne Auto. Aber so Taxifahrer generell, das wäre jetzt absolut nichts für mich. Du bist ja Tag und Nacht im Einsatz. Wobei hast sonst auch deine Ruhe. Cruise halt rum, fährst einen von A nach B und dann... Keine Ahnung, wir haben ja eh alle mittlerweile Laptops und Tablets im Auto, da glotzt die ganze Zeit ein Film, bis einer kommt. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, also ob man da auch genug verdient. Ne? Das ist es halt eher. Huch. Wieso müssen Taxifahrer für ihre Lizenzen zahlen? Sie tun das nicht. Hören Sie, ich will damit nichts zu tun haben. Nein, nur etwas Geld verdienen. Huch, oh ne, ja. So, und hier stand ich schon. Für ihr Geld. Das tun viele. Ja. Wollten Sie hierhin? Jetzt können Sie was bezahlen. Passt mal auf, was jetzt passiert. Ich kenne das ja schon. Und danach ist es abgeschmiert. Okay, Glück gehabt. Was zur Hölle soll das? Ah ja, nee, doch nicht. Das ist nicht meine Absicht. Da bist du plötzlich in einem Sperrgebiet, ne? Weil der Typ da hingefahren werden wollte. Voll blöd, ey. Ah, ich hab Nitro. Oh. Boah, jetzt hat's mich fast hochgehoben. Hä, was blinkt denn da? Ach so. Hat jetzt nichts mit den Typen zu tun. Okay, die sind weg. Babi, bubi, brububi. Oder was hat er gesagt? Boah, das macht so Spaß, ne, mit dem NOS. Also Nitro. Upp. Spinnst du? Schätze, ich kriege keine. Klassischer Lenker, wie man das kennt. So, was haben wir denn da? Was gab das? Bewertung 1? Hä, warum? Verdiene 4 Sterne mehr oder mehr und werde zum Fahrer mit Führerschein. Meint ihr insgesamt? Aktuell habe ich 6 Sterne. Okay, wir gucken da beim... Ne, komm, einen machen wir noch. Neue Mission verfügbar, was heißt das? Ah, wieder so eine Online-Mission, ja? Könnt ihr alleine machen. Geh Bock. So, wir schauen mal, wo hier noch... Moment, da muss es doch eine App geben, haben die gesagt, ne? Was, wie ist denn das, diese App? Ah, Driver SF, genau. Cool. Zahltag, die Penner haben mein Auto geklaut. Verfolgerfähigkeiten erforderlich. Nee. Der Deathlift-Videos. Verstehe ich nicht. Ein fahrerloses Auto. Autonom. Hilfe, ich vermisse meinen Roboter. Komm, wir machen mal das hier. Fahrerloses Auto. Steht da irgendwie eine Schwierigkeit eventuell? Wird das unten mehr von den Follower? Also Follower ist gleich. Preis ist auch immer gleich. Von bis. Aber das ist näher dran, ne? Nur Verfolgerfähigkeiten erforderlich, weiß ich nicht, ob die gut sind. Komm, wir probieren's aus. Wir machen einfach von oben durch. Ich muss ja eh alles machen. Und Verfolgerfähigkeiten sind wahrscheinlich eh cool, weil ich habe ja Fat Nos. Den hier. Geht richtig ab. Oh, erinnert mich echt an Need for Speed.
Ich habe ja den ersten Teil schon gezockt, damals auf der PlayStation 1 noch, als du den El Nino bekommen hast, wenn du alle Maps gewonnen hast. Und wer kannte das nicht, also damals? Jeder kannte Need for Speed. Das war eine Revolution, als sie dann die Polizisten nicht verfolgt haben. Das, glaube ich, war überhaupt das erste Spiel so mit Polizistenverfolgung in dieser Third-Person-Grafik. Ich meine, GTA 1 war ja auch schon mit Verfolgen und so, aber das war ja halt von oben noch die Sicht. Was damals ja auch schon ziemlich cool war, so eine große Welt zu haben, ne? Auch die Entwicklung der Spiele, das in den letzten 20 Jahren, wenn man das nicht mal gibt, ne? Oh, komm. Warum soll ich mich verstecken? Es sei gelogen. Wird von Drive San Francisco nicht anerkannt? Warum? Boah, warte, klaue ich mir eben die Bude. Aber gut, dann machen wir das doch erst im nächsten Part hier. Die sieht ja ganz schick aus. Ich danke euch an der Stelle fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part. Yo, goodbye. Drin.